So, und hier ist wieder die Sprechstunde bei Oliver Spitzer. Hi, Tobi. Hi, Olli. Wir haben vorige Woche viel über Musik gesprochen, in dem Zusammenhang dann am Ende auch über die Generation Z oder Gen Z, wie man so neudeutsch sagt, also die 14- bis 25-Jährigen etwa. Und du hast gesagt, für die ist Radio jetzt besonders spannend geworden in diesem Jahr. Wollen wir das mal gerade nochmal aufgreifen? Ja, gerne. Also, diese Generation ist jetzt ja üblicherweise nicht so unter den Standard-Radio-Hörern zu finden. Auch die hören selbstverständlich Radio, aber ich glaube, wenige Werbetreibende haben die auf dem Schirm, wenn es um Zielgruppen geht, die ich perfekt mit Radio erreichen kann. So. Und das stellt sich jetzt gerade auf den Kopf, weil Radio als Medium das verbinden kann, ne? Schlicht und ergreifend gerade Werte hat, die diese Generation mit jeder Faser vermisst, sozusagen. Ne? Weil es ist ein für uns super spannendes Thema. Ja, als Psychologe, der sozusagen von außen drauf schaut, so makaber das ist, ist es total spannend, wenn eine Generation, die gerade mit Ausbruch, mit Emanzipation, mit sich selbst finden beschäftigt ist, ja, die also im wahrsten Sinne des Wortes raus will, wenn die gerade weggesperrt wird. Also Lockdown, Lockdown Light, wie auch immer. Die Generation hat es eh schon sozusagen mehr als schwer genug, wenn wir da mal hinschauen. Wir haben vor, ich weiß es gar nicht, einem Jahr um den Dreh, eine Generationenstudie gemacht, wo wir uns verschiedene Generationen, unter anderem auch diese jüngere Generation angeschaut haben. Ne? Und die haben eine Last auf ihren Schultern. Das ist enorm. Jeder einzelne von denen hat den Anspruch, im Alleingang irgendwie die Welt zu retten. Weil wir als die ältere Generation, sagen wir, wie es ist, wir haben dabei offensichtlich versagt. Wir fahren mit dem SUV zur Arbeit, wir essen unseren Joghurt aus Plastikbechern und so weiter und so weiter. Und das ist etwas, was diese Generation super kritisch beäugt, ja? Und das Gefühl hat, was tun zu müssen. Jeder in seinem eigenen Mikrokosmos und in seiner Filterblase, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Aber die haben alle, wie gesagt, eine Riesenlast und diesen Weltrettungsanspruch an sich selbst. Ja. Also doppelt schwer. Doppelt schwer, genau. Ja. Mhm. Und wir merken, dass diese Generation beispielsweise auch genau weiß, was sie in Wahrheit bewegen kann und was nicht, sozusagen. Ja? Und deswegen immer das Gefühl hat, gegen Windmühlen zu kämpfen. Ja? Und das macht es, wie gesagt, doppelt und dreifach schwierig für diese Zielgruppe. Und da ist das Radio jetzt ein Helfer, sagst du? Ja, tatsächlich. Weil es kommt was Neues dazu. Ja? Wir reden mittlerweile gar nicht mehr von der Generation Z, sondern wir sprechen von der Generation Lockdown. Ja? Weil, wie gesagt, die sind in diesen Ambitionen, die sie haben, für die sie vor die Tür müssen, sozusagen, und auch einfach in der Lebensphase, für die sie vor die Tür müssen, ja, sind sie jetzt im Lockdown. So, und die größte Angst, die haben, ist, dass sie innerlich das Gefühl haben, ich muss die Welt retten, dass aber andere Generationen sozusagen auf sie herabblicken und sagen, okay, das ist jetzt die Generation Stubenhocker. Ne? Also die tun gerade mal so schön gar nichts. Ne? Hm. Und was denen halt komplett fehlt, ja, ist die Sozialisation, ist das Thema Austausch, Bindung zu anderen aufbauen. Also es ist genau die prägende Phase, wo es das Wichtigste ist, mich mit möglichst viel Peer Group und auch Fremden zu umgeben, ja, um mich da sozusagen auch in der Abgrenzung selbst finden zu können. Und genau in diesem Moment weggesperrt werden, löst ein abstrus großes Bedürfnis nach Verbindung nach außen auf, Verbindung zu anderen Leuten. Und das ist was Radio in Relation zu einem Podcast, in Relation zu dem Flow, dem ich mir selber auswähle, ja, also einfach hat. Ja, weil dieses Gefühl,
Und das haben wir in früheren Studien schon gehört. Ich glaube, wir haben heute auch, haben da auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge. Radio verbindet. Ja? Dieses Gefühl, das höre ich gerade nicht alleine, sondern das hören gerade zigtausend Leute mit mir. Mhm. Ja? Mhm. Das klingt ganz klein, ist aber motivational ganz groß. Und jetzt gerade durch dieses Thema Lockdown und Co. Ist das ein Need, den die stärker spüren denn je. Das ist aber, was Unbewusstes, ne? Absolut, absolut. Also das ist so wie die meisten spannenden Dinge, die uns bewegen, egal in welcher Generation, ist das was Unterbewusstes. Ja, also das ist nichts, was man mit Bewusstsein mitkriegt. Im Gegenteil, wenn man mit dieser Generation spricht, und das machen wir ja in unseren tiefen Interviews, ne, die sind relativ lange relativ gefasst. Ne? Also bis man die in so einem Interview beispielsweise mal geknackt hat, um mit deren Unterbewusstsein, in Anführungsstrichen, mit deren inneren Kind zu sprechen. Ne? Das dauert länger als bei anderen, weil die sich gar nicht erlauben, tatsächlich so emotional zu werden. Ne? Da gibt es verschiedenste Trends. Man sieht, dass jetzt beispielsweise diese Plattform Twitch total spannend wird. Unterm Strich eine Plattform, ich muss es selber googeln, um ehrlich zu sein. Man ist ja dann doch schon alter Sack und hat es gar nicht gemerkt. Das sind so Studien immer ganz fiese Augenöffner. Aber Twitch als Beispiel, eine Plattform, wo ich anderen Leuten beim PlayStation spielen oder sonst noch was zuschaue. Oder also ich schaue anderen Leuten zu, wie sie irgendwas tun oder wahrnehmen und sehe, wie die emotional total abgehen. Ja, also die dann bei dem Spiel total ausrasten und Co. Das heißt, Man sieht einfach mal große, echte Emotionen. Und das ist das, wonach sich diese Zielgruppe gerade auch super sehnt. Ja? Wie gesagt, durch Lockdown einfach noch intensiver. Starke Emotionen empfinden. Fast schon egal, böse gesagt, ob positiv oder negativ. Hauptsache intensiv. Weil das ist was sie sich im Alltag ständig verbieten. Okay, jetzt mal ganz doof gefragt, was empfiehlst du denn Eltern, die Kinder und Jugendliche in diesem Alter haben? Kann man jetzt wirklich sagen, Junge, mach doch mal das Radio an? Doof gefragt. Junge, geh doch mal vor die Tür. Mach doch mal eins live an. Mach doch mal was. Nee, also das in der Theorie ja, in der Praxis geht es natürlich komplett nach hinten los, wenn das dann von den Eltern kommt. Ja. Da wäre dann eher ein unauffälliges Vorleben das Beste. Ja, das macht's. So, ne? Und, okay. Und sowas wie Situationen durchsprechen. Ne? Also, dass man auch da vielleicht selber erklärt, warum man gerade das Medium XYZ benutzt, was einem das gibt, sozusagen. Ja, und dass die Kinder da dann merken, oder was heißt Kinder, die Teens in dem Fall da dann merken, dass man sich auch da was holen kann. Mhm. Spannender ist allerdings die Empfehlung bezogen auf Marken, nicht nur auf Medien, sondern auch auf Marken. Weil das ist ein Trend, der in dieser Generation mal wieder, ich muss das Wort schon wieder benutzen, extrem ist. Weil diese Generation ist ohne Leitplanken aufgewachsen. Diese Generation ist aufgewachsen mit ich darf alles. Ja? Ich darf durch die Stadt rennen, wie ich möchte und es wird nicht mal irgendwer mit den Augen runzeln sozusagen. Mit den Augen runzeln, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Mit der Stirn runzeln oder den Augen rollen. So. Und das ist ein unbekanntes Maß an Freiheit, das natürlich super positiv ist, aber auch super wenig Orientierung gibt. Ja, und absolut. Da merken wir, genau, und da merken wir tatsächlich, dass diese Generation plötzlich in alte, fast schon biedere Werte rutscht, die, einfach weil sie Halt geben. Und bezogen auf Marken werden plötzlich Marken akut, die groß sind, die viel Guidance geben, die selbstverständlich eine Mission haben. Ja, also nichts geht mehr ohne Purpose in dieser Generation. Eine Marke muss immer sagen, warum sie tut, was sie tut und wie sie damit wiederum mir hilft, die Welt zu retten. Ja. Und große etablierte Marken wie Chanel beispielsweise werden in dieser Zielgruppe plötzlich super akut, weil man damit halt plötzlich sich Haltung kauft im Sinne von Halt und Orientierung. Also immer wieder super spannend, weil ihr ja auch wirklich tief reinguckt. Das heißt, ihr habt ganz, ganz viele Interviews geführt, die wirklich dann tief reingingen. Wie lange dauern solche Interviews normalerweise? 90 Minuten legen wir die Leute sozusagen auf die Couch, beziehungsweise jetzt genau in einem solchen Setting. Sie sollen sich die Couch dann vor Smartphone stellen und wir machen es dann über Teams. Genau. Okay.
Hinweis dazu, die Studie läuft übrigens noch. Wir machen gerade eine große Multi-Client-Studie zu dieser Generation Lockdown. Ja. Mhm. Das heißt, wer da noch Mitmechung machen möchte, wer noch Werbemittel reinspeisen möchte sozusagen, immer her damit. Okay, der Hinweis sei erlaubt. Also, vielen Dank mal wieder für das Gespräch. Sehr, sehr spannend und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Wir sprechen die Tage wieder. Olli, ja, mach's gut. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss.